Scheiß Viecher. Ich kann ja nicht mal durchschlagen, weil das solche scheiß Wines sind hier. Und wenn ich die schlagen kann, können die mich schlagen. So eine Scheiße hier. Kommt man gar nicht voran. Lol, wieso werde ich hochgepresst? Was war denn das jetzt für ein Scheiß? Alter, die sind wie besessen von mir. Ich glaube, da gehe ich erstmal weg. Das erscheint mir nicht so angenehm. Okay, ich wage jetzt den Schritt und mache hier Holzkohle rein. Weil ich glaube, anders kommen wir erstmal nicht weiter. Wir müssen jetzt diesen Fisch durchbraten, damit ich ordentlich weitermachen kann und noch ein Achievement kriege und sich die Worldborder einfach vergrößert. Huch. Wieso vergrößert die sich nicht? Köstlicher Fisch. Hey, ach so, den hatte ich ja schon. Oh, ich bin ja auch blöd. Okay, egal. Ja, dann haben wir hier noch Schmiedekunst. Hier haben wir noch. Ah, eine Steinspitzhacke kann ich mir noch machen. Das ist eine gute Idee. Oder hier fang an zu ackern. Da können wir noch einiges machen. Soweit habe ich gar nicht mehr gedacht, Mensch. Weil ich ein bisschen minder bemittelt bin. Nee. So, gucken wir mal. Eine Steinspitzhacke, die brauchen wir eh, um Eisen abzubauen, ne? Und das können wir jetzt auch direkt mal machen. So. Und ja, hier war noch Eisen. Du brauchst sie nicht zu verstecken. Ich weiß das genau. So. Dann gucken wir mal. Zack, das haben wir. Da ist ja schon einiges. Oh, hier auch nochmal. Da können wir schon mal einiges durchbraten. Das ist ziemlich cool. Oh, Alter, wie viel Eisen hier ist. Das gibt's ja gar nicht. Und auch nochmal Kohle. Ah, guck einer an. Da brauchen wir gar nicht noch einen Erfolg. Da können wir einfach das jetzt schon machen. So. Oh shit, Alter. Jetzt ist ja natürlich das durchgelaufen. So. Dann bauen wir das mal ab. Lol. Was können wir noch machen? Ich mache erstmal einen Stein hin. Oh, Alter, natürlich. Mache ich erstmal zu hier den Scheiß. So. Und ja, dann werde ich mir jetzt erstmal eine Feldhacke machen, ne? Das war ja noch eine Aufgabe. Erstmal eine aus Holz, ne? Ist ja nicht allzu schwierig. So. Und ja, ich lasse die Worldborder erstmal komplett vergrößern. Dann gucke ich mal nach dem nächsten Erfolg. Also zurzeit geht es noch einfach mit den Erfolgen. Später wird es dann natürlich schwieriger. Kuhschubser zum Beispiel wird ziemlich lange dauern. Übermächtig ist ein Notch-Äpfel. Äpfel vor allem. Den müssen wir irgendwo finden. Jetzt muss ich erstmal hier gucken, dass ich ein bisschen Eisen durchschmelze. Das will ich nicht nehmen. Ich nehme meine Kohle hier. So. Ja, die Holzspitzhacke verbrauchen wir dann auch noch später. Ich esse jetzt erstmal was, aber nur einen Fisch, weil das reicht schon, um zu regenerieren. Und ja, hier sollte ich schon mal die Kohle noch weiter abbauen. Obwohl, da kann ich die Holzspitzhacke nehmen. Auch wenn das ein bisschen länger dauert, aber komm. Wir haben ja Zeit. Zumindest noch ein bisschen. Und ja, gucken wir mal. So, hier oben, das sind Slabs, die braucht man nicht. Dann kann ich ja nochmal hier hinter gucken, ob es da noch was gibt. Ist halt ziemlich wichtig, immer alles abzuchecken. Ob da noch irgendwas ist. Die Wasserquellen würde ich jetzt auch erstmal noch nicht wegmachen. Obwohl ich glaube, das ist oben nur eine Wasserquelle, die runterfließt. Da kann ich mich nämlich noch schwach dran erinnern an damals. Das war ein bisschen unfair. Naja, würde ich aber dann trotzdem nicht verlieren wollen, weil ja, Wasser ist halt selten, ne, manchmal. So, hier an die Kiste kommen wir schon ran, ne? Das wissen viele nicht. Aber wir können ja einfach diesen hier machen. So, dann haben wir hier schon mal ein bisschen Prismarin und Smaragde, ne? Ist auf jeden Fall nicht schlecht. Kiste nehme ich mir auch gleich wieder mit. Und ja, wo haben wir noch eine Kiste? Hier noch irgendwo, da kommen wir noch nicht ran. Da auch noch nicht. Aber wenn wir ein Achievement haben, dann kommen wir an die ganzen anderen schon ran. Okay, Prismarinkristalle und so. Ich tue mir das jetzt erstmal alles hier in die Kiste rein. Auch die Chest selber und hier so ein bisschen was. Die Schüsseln wären auch noch wichtig, ne? Da können wir uns Pilzsuppen machen später. Das wäre auch noch mal eine Sache, die ich auf jeden Fall anzustreben versuche. Und ja, hier unten wird es uns ja nicht mehr viel bringen, wenn wir da was machen, ne? Also, ich glaube nicht. Tendenziell müssen wir auf jeden Fall nach oben. Wir sind ja hier auf der Höhe, lasst mich gucken, Höhe 10. Und genau auf den Koordinaten 1000, 1000 ist ja auch lustig. Ja. Und ja, wir müssen
Die Map geht irgendwie bis 256, also ja, da kommt einiges auf uns zu. Und da haben wir einiges zu tun. Gut, was passiert eigentlich, wenn ich jetzt den Lehm hier wieder abbaue? Wenn ich den selber nutzen will, ich weiß gar nicht. Eigentlich müsste das doch gehen, oder? Naja, geil, Alter. So. Da wird man die ganze Zeit abgetrieben in alle Richtungen. Geht gar nicht. Ja, ich nehme ihn jetzt einfach mal mit. Ich hoffe, der Wasserfall erlischt jetzt nicht da oben. Das wäre ein bisschen dämlich. Lol, jetzt geh mal raus hier, damit ich nicht ertrinke. Gut. Ja, gut, das Wasser bleibt auf jeden Fall. Das ist schon mal gut. Und dann haben wir hier den Lehm auch wieder. Wir müssen ja ein bisschen Ressourcen sparen, tatsächlich, ja. Das wäre mal wichtig. So, die Frage ist jetzt, wir müssen hier hoch. Und das wird gar nicht mal so einfach. Wie war das jetzt? Ich setze ja erstmal ein bisschen Seensand hin, beziehungsweise, ne, komm, Seensand könnten wir vielleicht noch gebrauchen. Ich mache dann erstmal einen komplett sinnlosen Block hierher, und zwar diesen Polished Diorit. So, der schafft es auch nicht, hier runterzukommen, ne? Durch die Falltür, der ist irgendwie zu dumm. Der kriegt das nicht hin. So, ich gehe jetzt erstmal hierher. Ach du Scheiße, hier ist schon die Hexe. Scheiße! Ja gut, jetzt werden wir sterben. Ich konnte es auch gar nicht gerade schlagen. Habt ihr es gesehen? So eine unfaire Rotze. Ja, ganz ehrlich. Das kann man doch nicht mit sich machen lassen. Ich konnte die gerade absolut nicht schlagen. Ich habe denen keinen Schaden gemacht, ja. So eine Scheiße hier. Das gibt's doch nicht. Vor allem, wie die Skelette einfach keine Bögen haben und einfach mit ihren Händen zuschlagen müssen. Diese Opfer. Ja. Ist ja auch mal was. So, hier sind die Items wieder unsichtbar. Das ist so eine Scheiß-Bug hier. Ja. Mit diesen dummen, unsichtbaren Items. Das müssen sie unbedingt fixen. Das ist mir in Captive so oft aufgefallen. Ja, geil, Dankeschön. Dass du jetzt hier bist. Dich brauche ich ja unbedingt. So, Schwert kaputt. Dafür haben wir Glowstone. Und diesen Stick, den lasse ich mir auch nicht nehmen. So. Dann gehen wir mal hier hoch. Mit einem halben Herz immer hier unten rum. Und ja, ich würde sagen, ich lasse mich jetzt erstmal ein bisschen regenerieren. Gut, dann können wir jetzt auch schon mal was wegtun. Glowstone-Staub ist hart verdient. Den würde ich da reintun. Hier sehen wir die Tode. Nee, nee, die Erfolge, die wir haben. 10 Stück haben wir jetzt bis dato. Und ja, da werde ich jetzt nochmal versuchen, ein bisschen mehr zu kriegen. Ja, haben wir hier noch was? Ich guck mal hier, dass ich hier noch ein bisschen freischaufel. Ist halt immer ein bisschen blöd, wenn er so verwinkelt ist. Also ich versuche dann immer alles, ja, so weit wie möglich freizugraben, damit ich einfach mehr sehe. Zum Beispiel hier habe ich jetzt einfach mehr Überblick. Genau, und hier ist auch nochmal Kohle, guckt euch das an. Das ist ja mal nicht schlecht. So, und dann holen wir uns das mal alles. Okay, das kommt auch weg. Komisches Slab da. Hier sind überall Slabs, ja. Das ist halt alles ein bisschen Deko hier. Manchmal weiß man auch tatsächlich nicht, was ist jetzt Deko, was ist jetzt gewollt oder fürs Spiel wichtig. Ja, das ist dann immer so ein bisschen verwirrend hier, die Map. Ah, gut, man kommt irgendwie durch, ne? Wir haben jetzt schon einige Erfolge. Und ja. Ich guck mal gleich, womit ich noch weitermachen kann. Ich glaube, allzu viel bleibt uns gar nicht mehr. Das hier kommt nochmal dahin. Die Fackel tue ich mal. Würde ich gerne auf den Block da setzen. So. Okay. Oh Mann, diese scheiß Spitzhacke, die will ich auf der 2 haben, ne? So, F und dann haben wir das. Alles klar. Dann gucken wir mal. So. Was machen wir jetzt? Ich weiß gar nicht genau. Ich mach das ja nochmal weg. Zack. Okay. Ja, dann machen wir das ja auch noch weg. Ja, es gibt halt jetzt nicht so zu erzählen. Das ist jetzt wieder so eine Sache, ne? Deswegen, da muss ich gucken, dass ich hier dann doch später mal Themen unterbringe, wie gesagt. So.
bisschen was essen noch, auch wenn es jetzt nicht so gesund ist, die Ernährung, aber ist ja erstmal egal. Jetzt habe ich erstmal Schmiedekunst, stimmt, das hatte ich ja immer noch nicht. Da vergrößern wir jetzt erstmal alles und dann kann ich direkt jetzt mal schnuppern, ein bisschen mit meiner Kiste, ja, so ein paar Experimente machen. Zum Beispiel hier einfach mal eine Kiste hersetzen. Und dann haben wir ein bisschen Lapis, ein bisschen Clay. Das ist doch schon mal sehr gut. Die Chest kommt wieder mit natürlich. Und die kommt dann direkt hierher, Alter. Da fühlt man sich richtig wie so ein Gangster, wenn man das hier so macht. Okay, roter Farbstoff und Clay. Also wir brauchen den Lehm wirklich, ne? Es war gut, dass wir den unten wieder abgebaut haben, weil wir den dann später noch für die Monumente brauchen. Den müssen wir dann noch schmelzen und ja, man braucht ja mal 8 Stück auf einmal, um von einem Farbstoff was craften zu können. Das ist aber gar nicht so billig. Das hatten wir schon in Captive 2 gemerkt damals. Und das ist hier eben nicht anders. Und ja, deswegen ist manchmal ein bisschen schwierig dann daran zu kommen. Ja, müssen wir eben sparen so ein bisschen. So, ich nehme nochmal die Blöcke mit. Ich weiß nicht, ich baue mal gerne alles ab hier, damit ich einfach wirklich sehe, falls da noch irgendwas versteckt ist, dass ich das mitnehmen kann. Und ich meine, wir können ja auch später Blöcke wahrscheinlich gebrauchen, ne? Wenn wir uns irgendwo einbauen wollen oder sonst was. Das ist ja immer nicht so verkehrt. Nachteil ist natürlich, dass dann hier alles nicht ausgeleuchtet ist und Monster spawnen können, ne? Da bräuchte man nochmal ein paar Fackeln eigentlich. So, die Holzspitzhacke sollte ich jetzt nicht ganz kaputt machen, weil ich die noch benutzen kann. So, die Kiste kann ich jetzt auch abbauen hier. Hätte ich eigentlich ohne die Holzspitzhacke machen müssen, aber gut. Ist jetzt auch erstmal egal. So, die kommen dann erstmal da weg. Und hier, das tue ich jetzt auch erstmal weg, aus Sicherheitsgründen einfach. Wie viel Lehm haben wir jetzt? 31. Boah, da fehlt genau einer. Das ist ziemlich fies. Sonst hätten wir schon 8 Stück zusammen, oder? Ja. Ja, das ist ein bisschen scheiße gerade. Aber ich glaube, irgendwo müsste noch eine Kiste sein, eventuell mit einem Lehm drin. Oh, hier können wir auch noch machen. Das ist ja geil. Okay. Also man sieht schon, je weiter man kommt mit den Achievements, desto mehr Platz wird dann natürlich logischerweise auch freigelegt, wenn man, wenn sich die World Border vergrößert. Und ja, da muss man dann eben immer alle Seiten im Blick haben und gucken, ist hier noch was, ist hier noch was. Ja, das ist dann immer ein bisschen kompliziert, ja. Und da ist dann jedes Achievement quasi schon mal ein großer Schritt, sag ich mal. Das ist schon ziemlich krass. Gut, dann wollte ich mir jetzt noch mal eine Spitzhacke craften. So. Huch, erstmal wegwerfen, ne? Das ist die Hauptsache. Okay, ach, die Chest kann ich nicht öffnen. Das ist jetzt gemein, ne? Die kann ich jetzt nicht öffnen, weil da ein Block drüber ist. Scheiße, Alter. Das ist dumm. Ja, da kann ich jetzt nichts gegen machen. Außer ich hole mir einen Sticky Piston. Ja, wahrscheinlich hole ich mir jetzt einen Sticky Piston. Mal jetzt hier eine fette Redstone-Maschine. Ja. Das wird der nächste Plan. Das wird auch nur die nächsten 20 Folgen brauchen. Okay. Ja. Dann holen wir uns das mal hier. Bisschen Eisen. Komm, das kann nicht schaden. Ach ja, ist auch wieder Licht. Ja, sowas sollte man dann eben auch immer ausnutzen, ne, wenn hier eine Wand ist, dahinter ist Licht, da muss man da nicht noch eine Fackel setzen. Da reicht dann eine Fackel, um beide Seiten quasi zu beleuchten, ne? Ja, aber ein bisschen logisch muss man hier vorgehen. So. Ja, ich glaube, so ein paar Fackeln können wir uns schon mal gönnen, oder? Problem ist eben das Holz. Da habe ich ein bisschen Angst, dass wir da zu viel verlieren oder so. Wo haben wir denn Holz? Hier haben wir 8 Sticks. Ich mache mir jetzt erstmal 8 Fackeln. Ich hoffe, das reicht. Hier kommt eine Fackel hin. Die reicht eigentlich ziemlich weit. Dann können wir ja hier nochmal eine Fackel hinmachen. Warte mal, da. So. Und die Holzspitzhacke, oh, die sollte ich jetzt nicht mehr verwenden. Dann kann ich nämlich noch im Ofen verbrennen. Genau, da kann ich das eine Eisen schmelzen. Sehr gut. Die Holzhacke können wir noch gebrauchen, ne? Die behalte ich auch erstmal. Was machen wir dann als nächstes? Ich gucke erstmal hier an meinem Leitfaden wieder. Backe Brot könnte man machen. Die Lüge. Ja, der Kuchen, das dauert wahrscheinlich noch ein bisschen. Kuchen-TV können wir auch machen. Diamanten wäre dann erstmal wichtig. Und Bahn frei. Das habe ich gesehen, das funktioniert auf jeden Fall. Das hat Spark of Phoenix ja auch in Captive Minecraft 1 gemacht.
Das würde gehen. Diamanten für dich kann ich auch machen, da ja, kann ich im LAN öffnen eventuell und dann einen anderen Spieler oder einen Cracked-Account einfach zuwerfen oder irgendwie so einen Scheiß. Das wird schon, denke ich, möglich sein. Purple Stained Clay. Ach so. Haben wir schon einmal Stained Clay zufälligerweise? Nee. Boah, ich glaube, wir müssen erstmal hoch. Und da noch ein bisschen. Ich glaube, das ist ja wie so eine Art Dungeon. Ja, das müssen wir jetzt erstmal machen, Leute.